Wie hast du es jetzt bezahlt? Mit Kreditkarte. Ich stehe auf Plastik. Echt? Machst du es im Urlaub auch immer so? Ja, ist doch cool. Brauchst kein Geld mitnehmen und so. Mache ich immer so. Nee, ist mir zu unsicher. Ich heb das dann schon vorher ab halt in Deutschland, so viel wie ich denke, wie ich brauche, und dann passt das schon. Okay, und dann hast du deine Taschen voll mit Bargeld. Und was ist, wenn dich jemand ausraubt, wenn dir jemand das Geld klaut, dann ist es weg? Ja, hast du schon recht, aber andererseits die Kreditkarte, die kann man dir auch klauen. Ja schon, aber die ist versichert, also... Ich habe da immer irgendwie total Angst so vor Datenklau oder sowas. Hashtag. Hallo, dürfen wir mal ganz kurz stören? Wenn du im Ausland im Urlaub bist, wie bezahlst du da normal? Mit Kreditkarte. Warum mit Kreditkarte und warum nicht mit Bargeld? Wegen der Währung. Bei Bargeld ist es so, dass ich das Bargeld nur mitnehme, wenn ich es auch benötige oder auch nur so viel Bargeld immer dabei habe, wie ich benötige. So die Sachen für den touristischen Gebrauch in Bar und Restaurantbesuch und so mit Karte, weil es einfach geschickt ist, weniger Bargeld dabei zu haben. Aber euch? Hallo. Nee, ich heb's dann ab und nehme den Euro mit ins Ausland und tue es dann dort umwechseln. Ich war jetzt einmal in Indonesien und da habe ich lieber mit der Kreditkarte das Bargeld geholt, weil da kann man einfach nicht so oft mit der Karte sein. Herr Sachs, was muss ich beim Thema Geld im Urlaub allgemein beachten? Also ich denke, ein bisschen was an Bargeld in der richtigen Währung schon mitnehmen, macht durchaus Sinn. Das hat man auch am Flughafen direkt ein Geld. Und größere Beträge sollte man dann eh nicht bar bezahlen, sondern mit der Kreditkarte bezahlen. Und Geld abheben mit der Mastercard im Ausland ist etwas teurer, wie wenn man hier Geld abhebt. Man hat insgesamt vom Umsatz 2,5% Kosten. Was ist denn jetzt, wenn ich im Ausland meine Kreditkarte verliere oder sie mir sogar geklaut wird? Was man natürlich beachten sollte, ist, dass man sie dann sperren lässt, sobald man es merkt. Bei jeder Auskunft anrufen, die haben sofort, also genauso im Ausland, das ist eine weltweit gültige Nummer, wo man anrufen kann. Im Grunde kann es also jeder für sich selbst entscheiden, wie er im Urlaub im Ausland lieber bezahlen möchte. Aber es gibt natürlich so ein, zwei Dinge, die sollte man dann schon beachten. Wenn zum Beispiel Bargeld wegkommt, dann ist es einfach futsch. Wenn einem die Kreditkarte geklaut wird, dann ist die im Regelfall versichert. Man muss sie halt möglichst schnell sperren lassen und dann kann eigentlich überhaupt nichts passieren. Wer sagt, ich hebe lieber in Deutschland ein paar Euros ab und tausche die dann an meinem Urlaubsort um, vorher vielleicht im Netz einfach mal die aktuellen Wechselkurse checken, damit wir nicht über den Tisch gezogen werden. Und keine Angst vor ausländischen Bankautomaten, auch wenn die vielleicht dubios oder irgendwie aussehen. Es ist schon ganz sicher, also man kann da auf jeden Fall beruhigt sein Bargeld abheben. In diesem Sinne, Sonnencreme nicht vergessen. Und dann schönen Urlaub!